Moin, liebe Yachtfreunde, ihr kennt das Spiel, bevor es gleich richtig losgeht. Kurzer Check. Ist der Ton und ist das Bild soweit in Ordnung? Jagt mir doch dann mal bitte einen Daumen in den Chat. Herzlichen Dank und dann bis gleich. Ja, moin meine lieben Jagdfreunde und herzlich willkommen hier zum Live-Jagdschein-Coaching der Jagdschein-Akademie. Da hat sich der Elektrolurch doch mal wieder eingeschlichen, beziehungsweise ich habe einfach aus dem Stress heraus vergessen, den Ton anzuschalten. Ah, man kennt ihn. Es gibt Tage, da läuft es besser und es gibt Tage, da gewinnen die anderen. So, nichtsdestotrotz, herzlichen Dank, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute zum Live-Jagdschein-Coaching der Jagdschein-Akademie Teil 12. Und zwar heute geht es um die Gruppe der Waldhühner und da picken wir uns ganz vor allen Dingen das Auerwild raus, an dem wir uns die Wildbiologie für alle Waldhühner, wie aber auch die Unterscheidungsmerkmale, wo wir eventuell was verwechseln können in der Prüfung, wie aber auch die Prüferklassikerfragen werden wir uns erarbeiten. Wir sind übrigens jetzt hier beim bei der Federwildübersicht in der Gruppe 7 angelangt und wir werden heute so 45 Minuten bis knapp eine Stunde wieder hoffentlich einen launigen Abend zusammen verleben. So, und ihr kennt das, mein Dank geht an unsere Supporter und zwar einmal an den Ingolf M. und den Wladimir L., die sich jeweils für 119 Euro den Zugang zum Online-Lernsystem gegönnt haben, wie darüber hinaus auch der Felix S., der sogar für 357 Euro, das heißt Staffel 1 und 2, hat er sich dazu gebucht. Und dann möchte ich mich nochmal recht herzlich für die Beratungsgespräche, die ich heute geführt habe, bedanken an die Leute, die trotz Corona-Krise ja trotzdem den Gedanken spielen, bei uns die Jagdscheinausbildung zu beginnen. Da haben wir einmal den Toni H. und den Jan Martin N. Mit denen habe ich heute beide sogar persönlich gesprochen. Herzlichen Dank, waren super Gespräche und so macht das Ganze eigentlich erst richtig Spaß. Ja, wie gesagt, hatte gerade vergessen, den Ton umzuschalten oder anzuschalten. Aber ich habe schon quasi aus dem Backoffice ein taktisches Zeichen bekommen. Insofern hält sich, glaube ich, der Schaden in Grenzen. Gut, wir gehen gleich rein wieder in unsere PowerPoint zu den Waldhühnern. Ganz kurz ein kleiner Einstieg. Und dann gehen wir zusammen an die Flipchart und erarbeiten uns die einzelnen Punkte, wie gesagt, beispielhaft beim Auerwild für die restlichen Waldhühner oder auch Raufußhühner genannt oder Tetraonen, aber dazu kommen wir ja gleich. So, und für alle die von außen zuschauen, ja, es sind immer mehr auf den Zuschauerrängen, gerade sind 62 Leute live. Wir haben die es geschafft, dass ich das hier erkenne. Ihr müsst einfach auf das Video draufklicken, dann könnt ihr hier tatsächlich auch im Chat eure Fragen stellen. Also, ich schalte einmal um. Und ich hoffe, der Ton ist immer noch in Ordnung und das Bild auch. Deswegen kurzer technischer Check nochmal an dieser Stelle.
jag doch mal ein Däumchen durch, oder beziehungsweise nicht durch den Bildschirm, sondern hier in den Chat rein. Schreibt mir doch einfach mal in den Chat, ob der Ton soweit passt. Jawohl, herzlichen Dank dafür. Gut, dann legen wir auch direkt los. Und zwar hier einmal die Waldhühner männlich. Und da haben wir dann tatsächlich einmal den Auerhahn. Den sollte eigentlich jeder von euch erkennen. Hasselröder Biermarke, ja, da ist er auch drauf. Der Auerhahn, der auch Urhahn genannt wird und den wir uns gleich als Vertreter der Waldhühner für die Wildbiologie gleich nochmal näher betrachten werden. Ja, und hier ist ein Erkennungsmerkmal, das sind die sehr geraden Stoßfedern hier hinten. Ja, hier hinten im Federspiel beziehungsweise im Stoß, also im Fächer, ne, der hier hinten aufgespannt ist, denn der Hahn selber befindet sich gerade offensichtlich in der Balz. Ja, das hier, ne, ist der kleine Bruder, wie man so gerne sagt, der Birkhahn, auch Spielhahn genannt. Und hier ein Erkennungsmerkmal, vier sichelartige Stoßfedern auf jeder Seite. Also 1, 2, 3, 4. Und beim jungen Birkhahn wäre das auf jeder Seite tatsächlich, wären das nur zwei sichelartige Stoßfedern. Und dann haben wir hier den Haselhahn. Der hat hier hinten sowieso abgehackte Stoßfedern. Habe ich persönlich selber in der freien Natur noch nicht gesehen. Habe mir aber erzählen lassen, dass die sogenannten Haselhühner früher ja, mit sogenannten ja, langen Spießen quasi aus den Bäumen rausgepickt wurden. Also auch keine schöne Art, mit dem Leben abzudanken. Aber so wurden die wohl früher aus dem Baum rausgepickt. Wie gesagt, im Bereich unten in Trier soll es heimliche Vorkommen geben. Sind eher, sag ich mal so, auch in Randzonen zu finden. Also nicht ganz im alpinen Bereich, aber auch nicht ganz unten. Also sind definitiv Kulturflüchter. Und Haselhahn oder Haselwild, ja, der Haselnussstrauch, ja, der ist ja auch nicht ganz draußen im Feld oder respektive ganz draußen oder drin im Wald. Also hier das Vorkommen so als Randzonenbewohner. Und deswegen ist das Haselwild nicht so wie das restliche, nicht so wie die restlichen Waldhühnern oder auch Aufußhühner genannt. Polygam, sondern der ist tatsächlich monogam. Ja. Gut, gehen wir einmal rein. Ja, Schneeweiß im Sommer natürlich eine sehr gedeckte Färbung, nämlich das Alpenschneehuhn. Wie gesagt, hier die männlichen Stücke und der hat nach hinten flach liegende an Stoßfedern. So, und alle männlichen kann man eigentlich oder männlichen Waldhühner kann man eigentlich daran erkennen, dass sie hier sogenannte Rosen haben, ja, dieses rötliche Hühe über den Augen. Selbst der Haselhahn hat das hier ganz zaghaft angedeutet. Und die weiblichen Stücke haben das nicht. Und da kommen wir nämlich jetzt zu. Ja, das hier ist analog zu den männlichen Stücken wieder, ne, das Auerwild, hier in dem Fall jetzt die Auerhenne. Und ihr seht, die hat hier nicht, ja, die sieht komplett anders aus, also gedeckt. Also hier haben wir definitiv nicht nur in der Größe, sondern auch in der Färbung einen sogenannten Geschlechtsdimorphismus. Ja, keine Rosen. Das hier, ja, ist nicht die Fasanhenne, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, sondern die sogenannte Birkenne. Die hat auch keine Rosen. Und wer genau hinguckt, der sieht hier an den Ständern, ja, die heißen ja auch Raufußhühner, ja, die sind die Ständer, die Beine sind quasi befiedert. Aber man könnte die durchaus hier auf dem Foto oder auch als Präparat, als Anfänger mit der Fasanhenne verwechseln, aber darauf werden wir explizit noch im Folgenden drauf eingehen. Keine Sorge. Ihr kennt das ja schon von den Wildtauben, ne? Dass man zum Beispiel die Ringeltaube, die junge Ringeltaube mit der Hohltaube verwechseln könnte. Alle, die ja daran teilgenommen haben, wissen, die Ringeltaube hat ein weißes Flügelband und die Hohltaube ein schwarzes. Also, hier die Birkenne. Dann muss ich sagen,
Als weibliches Stück ist tatsächlich die Haselhenne sehr auffällig. Die hat hier so einen schwarzen Kehlfleck und die hat so tatsächlich hier oben noch so eine Federhaube. Ich hoffe, das kann man ganz gut erkennen. Sieht ganz possierlich aus, aber auch hier keine Rosen über den Augen. Und es wird euch auch keiner abverlangen, dass ihr hier diese einzelnen Protagonisten tatsächlich auch unterscheiden müsst. Es geht auch hier wieder um die männlichen Stücke vornehmlich. Ja, hier das Alpenschneehuhn. Na, das weibliche Stück, auch keine rote Rosen. Ja, so viel dazu. Dann das ominöse Rackelwild. Das Rackelwild ist eine Kreuzung aus Birkwild und Auerwild. Zwar genau genommen einmal aus dem Birkhahn und der sogenannten Auerhenne, denn das passt von der Größe her zusammen. Ja? Der Auerhahn und die Birkhenne, ja, da wäre ein zu großer Unterschied drin. Und auch das Rackelwild, by the way, unterliegt dem Jagdrecht, ist aber wie alle anderen Waldhühner in Deutschland ganzjährig geschont. Und soll sich angeblich auch nicht weiter fortpflanzen können. Also diese Bastardisierung kann sich angeblich auch nicht fortpflanzen. Was man allerdings beobachtet hat, ist, dass das Rackelwild, gerade die männlichen in der Balz, um einiges aggressiver sind und dann die eigentlichen Birkhähne wirklich kaputt machen. Ja? Die haben ja hinten auch noch den sogenannten Dorn oder Sporn, ja, wo Mexiko bei den Hähnen noch so kleine Messerchen dran gebaut werden. Ja? Gut. Unterschied Birk- und Fasanhenne ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, das anzusprechen, denn die könnte man tatsächlich verwechseln. Hier die Auer- oder beziehungsweise die Birkhenne, so rum, hat befiederte Ständer, ja, gehört zu den Raufußhühnern und hat einen kurzen Stoß, so wie die Fasanhenne zu den Fasanartigen gehört, zu den Glattfußhühnern. Ja, hier sind keine Federn dran, ja, sieht man jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber deutlich hier hinten die lange Stoßfeder. Das ist charakteristisch nicht nur bei der Henne, sondern auch bei dem Fasanhahn, der natürlich noch viel bunter ist. Allerdings, wie gesagt, die Fasanhenne hier bei uns in der Übersicht unter den Feldhühnern einzuordnen. Im Fragenkatalog müsst ihr darauf achten, nicht Feldhühner anzukreuzen, sondern nur weil sie dort in der natürlichen Umgebung bei uns vorkommen, sind es Fasanenartige. Okay? Wie übrigens auch die Waldhühner. Aber ganz ehrlich, ihr müsst nicht wissen, wie heißen die Familien, die Unterfamilien und so weiter und so fort. Braucht ihr nicht. Orientiert euch tatsächlich an der Übersicht Federwild, die wir aufgebaut haben und dann hauen wir nach und nach die einzelnen Informationen noch dazu. Wie gesagt, hier die Fasanhenne, keine befiederten Ständer, aber dafür einen sehr, sehr langen Stoß und ja, solltet ihr dementsprechend in der Prüfung dann auch nicht mehr verwechseln können. Ja, und eine beliebte Prüferfrage könnte sein, welchen Nachwuchs sehen Sie hier, also auf dem Präparatetisch? So, und da können wir jetzt mal eine kleine Raterunde machen. Was seht ihr denn hier für einen Flattermann? Welcher Nachwuchs von welchen der Waldhühner könnte das der Nachwuchs sein? Schreibt mir das doch mal bitte in den Chat rein. Welcher Nachwuchs könnte das sein? Und welchem der vier Waldhühner? Ja, genau das ist eine typische Prüfungssituation. Wenn ihr es nicht wisst, schreibt das einfach mal in den Chat rein, damit ich hier ein bisschen Feedback bekomme, ist so ein bisschen zeitverzögert. Birkwild, sagt der Thomas. Ulrike sagt, kein Raufuß? Fragezeichen. Ja, da hast du schon sehr gut hingeguckt. Also ich sehe da auch keine Befiederung. Hier schreiben die Leute Rebhuhn, Wachtel. Karina sagt, weiß ich nicht. Ja, also ganz ohne Witz. Es ist tatsächlich die Wachtel, liebe Jagdfreunde, ja, unser kleinstes Feldhuhn. Und das steht ganz gerne mal neben dem riesengroßen Auerhahn. Und dann sagt macht der Prüfer sich einen Scherz draus und sagt er, was ist denn das hier?
Ja, und da müsst ihr wirklich auf die Stände achten und vorher natürlich auch mal ein Original gesehen haben, dass die Wachtel wirklich nur kükengroß ist. Ungefähr so, ja, wie hier, nur natürlich ganz anders gefärbt. Also die Auerwildküken, ja. Und die hätten dann auch schon befiederte Ständer tatsächlich. Also lasst euch nicht ins Bockshorn jagen. Ja, die Wachtel, zumindest auch beim oder häufig beim Prüfungsstandort Stadt Osnabrück, ist die Wachtel ganz gerne mal neben dem Auerhahn und wie gesagt, und da erlaubt sich der Prüfer einen Scherz. Okay, nochmal ein kleiner Hinweis. Ich denke, deswegen kommen wir heute auch hier zusammen, damit wir mal so aus der praktischen Prüfung ein paar Erfahrungswerte hier mit euch teilen. Und ja, aber wenn ihr euch die Präparate mal richtig genau anguckt, dann werdet ihr definitiv die Wachtel, welcher auch ein Zugvogel ist, ja, wenn sie vorkommt, dann in Scharen dementsprechend auch erkennen können. Ja, und da bin ich kurz am Überlegen. Genau, hier die Ballstifte, der Schneehuh, der Schneeschuh der Waldhühner. Denn wenn wir jetzt schon hier beim Nachwuchs sind, dann könnt ihr euch gleich schon mal merken, wann balzt das Auerwild, also der Auerhahn. Und dann merkt ihr euch folgenden Spruch: der Auerhahn, der auert im April, der Jäger, wann er will. Ja, also Ende März, Anfang April geht das so langsam los, beziehungsweise eher im April in den Anfang Mai rein, oben in den alpinen Lagen. Ja, oder im Mittelgebirge, da wo das Auerwild hier auch in Deutschland noch vorkommt, ist das ja immer noch ein bisschen zeitverzögert, ja, von den klimatischen Bedingungen her. Und aber da kommen wir noch gleich näher drauf zu sprechen, wenn wir an der Flipchart sind. Und die sogenannten Ballstifte, das ist der Schneeschuh der Waldhühner. Und ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann hier, das sind so kleine. Ja, hier die Ballstifte, die sehen so aus wie kleine Hornlamellen, wie so eine Art Tausendfüßler, sage ich dazu. Und damit können sie einfach besser im Schnee graben, beziehungsweise sinken auch nicht so in den Schnee ein. Ja, so viel erstmal dazu. Sind bis hierhin, ich weiß, wir sind sehr flugs wieder durchgegangen, Fragen aufgetaucht, dann würde ich jetzt hier in dem Moment tatsächlich diese Fragen auch gerne noch live im Chat beantworten. Ansonsten gehen wir jetzt direkt mal an die Flipchart und notieren uns mal ein paar Stichpunkte, die ihr auf jeden Fall definitiv für die Prüfung parat haben solltet. Ja? Wenn es keine Fragen gibt, dann und wir weitermachen können, dann jagt doch einfach mal einen Daumen in den Chat. Dann weiß ich, wir können den nächsten Schritt gehen. Und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, ihr müsst hier auf das Video bei Facebook klicken, dann könnt ihr hier auch beim Chat teilnehmen. Jo, die ersten Däumchen kommen reingeflogen. Aber hier offensichtlich auch noch eine Frage von Marcel Tan. Ich würde gerne wissen, ob in Osnabrück tatsächlich Männchen sowie Weibchen abgefragt werden. Marcel, das Weibchen ist genau neben dem Männchen auf einem Holz quasi präpariert. Das passt so zusammen. Die Originalpräparate kennt ihr auch im Vorfeld. Schau dir einfach mal im Online-Lernsystem an, Rebhuhn Spezial. Da kommt das auch unter anderem vor. Wir werden das x-mal noch durchgehen. Und ansonsten würde dir keiner den Kopf abreißen, bei keiner Prüfungskommission, wenn man jetzt zum Beispiel die Birkhenne mit der Auerhenne verwechseln würde, weil man vielleicht keinen Größenvergleich hat oder. Ja? Also, es ist wie bei den Wildenten. Da müsst ihr auf jeden Fall erstmal die Erpel erkennen. So, und dieser kleine Witz mit der Wachtel, die dann als Küken quasi bezeichnet wird vom Auerhahn. Da macht sich der Prüfer einfach einen Scherz raus. Beziehungsweise vielleicht hat ihn auch einfach ein Jagdschüler mal darauf aufmerksam gemacht. Ja, wir haben ja auch oder sind auch ständig bei Prüfungen dabei und dürfen mal zuhören, was da teilweise für Antworten gegeben werden. Da kann man Bücher mitfüllen, aber witzig halt. Ja?
Aber da kann ich vielleicht noch mal eine Stunde so, wenn wir hier mit Federwild durch sind, mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ne? Sind dann so Antworten wie, ja, sagen Sie mal, vom wievielten Kopf ist denn hier der Rothirsch? Also wie alt ist der Rothirsch? Ne? Man spricht ja vom Kopf, ne? Vom ersten Kopf, mindestens ein Jahr alt, aber im zweiten Lebensjahr und so weiter und so fort, kommen wir noch drauf zu sprechen. Und wenn dann der Prüfling sagt, ja, vom letzten, dann ist ja grundsätzlich erstmal nicht verkehrt gewesen. Und solche Sachen. Gut, alles klar, die Däumchen kommen hier reingeflogen. Ja, dann machen wir doch direkt mal weiter hier mit der Flipchart. Und ihr kennt das Spiel. Und ihr kennt das Spiel, ja. Das Auerwild, jetzt mal als Hauptdarsteller unter den Waldhühnern, analog für die Wildbiologie, die grundsätzlich bis auf Besonderheiten für die anderen auch gilt. Das Auerwild respektive der Auerhahn wird wie genannt? Der Hahn des großen Mannes. Der Hahn des großen Mannes. Der Hahn des kleinen Mannes war der Ringeltauber, der Hahn des großen Mannes. Ja. Das Auerwild selber oder der Auerhahn wird auch Urhahn genannt oder die Gruppe grundsätzlich der Waldhühner wird Tetraonen genannt, also Waldhühner, Raufußhühner, weil sie befiedert sind oder Tetraonen, weil es vier sind, also da ist das Rackelwild noch nicht dazu, Tetra. Von Tetrapack viereckig, ja, also gehört zu der Gruppe der Waldhühner, respektive Raufußhühner, Hühner oder zu der Gruppe, das ist alles das gleiche, Tetraonen. Kommt so ein bisschen wissenschaftlicher daher. Tetraonen, ne? Von Tetrapack viereckig gleich vier Stück. Da ist das Rackelwild noch nicht dazu gezählt worden. Vier Stück. Ja. Der Ablauf grundsätzlich, und das gilt für alle Federwildarten, es wird als allererstes gebalzt, ja, die Balz, schreibe ich einfach mal die Kausalkette auf, Balz, weil er auch nachgefragt worden ist, Balz, dann wird das Nest gebaut, also Nestbau. Dann Eiablage, Brutgeschäft, und teilweise, das ist beim Auerwild definitiv auch der Fall, eine sogenannte Aufzuchtzeit. Aufzuchtzeit. So, und wenn wir uns dann dieser Kausalkette mal langhangeln, wann balzt das Auerwild? Nochmal der Auerhahn, der auert im April, der Jäger, wann er will. Also Richtung April, Mai. Ne? Balz im April, Mai. Mai, dann Nestbau, Eiablage, haben wir uns in der Federwildübersicht gemerkt, ja, sind im Durchschnitt 8, ja, im Durchschnitt 8 Eier,
Ah ja. Das Brutgeschäft selber, liebe Yachtfreunde. Merkt euch einfach eine Zahl, 28 Tage. Also wenn es ein bisschen größer wird, dann dauert es etwas länger. Und wenn das Federwild etwas kleiner wird, dann dauert es etwas kürzer. Aber im Durchschnitt 28 Tage ist ein Richtwort hier für die komplette, tatsächlich komplette Federwildübersicht. Wir wollen es so einfach wie möglich machen. Ne? Also dementsprechend tragen wir hier einmal ein Brutgeschäft 28 Tage, im Durchschnitt 28 Tage. Es sind natürlich Nestflüchter, also Bodenbrüter, Nestflüchter, Nestflüchter. Das bedeutet, erst wenn alle Eier gelegt worden sind, wird bebrütet, nämlich 28 Tage lang. Die Aufzuchtzeit geht bis in den Herbst hinein. Also Juni, Juli, August, September, Oktober, so 4, 5 Monate. 4, 5 Monate Aufzuchtzeit. Auch da können wir mal schreiben, 4 Monate, 4 bis 5 Monate Aufzuchtzeit. Für alles Federwild gilt übrigens auch, dass die Küken die ersten 14 Tage tierisches Eiweiß brauchen. Hier haben wir auch wieder die magische 14, die wir hinten raus noch öfters kennenlernen werden. 14 Tage tierisches Eiweiß, das heißt Larven, Insekten und so weiter und so fort. Die ersten 14 Tage. 14 Tage. Quasi, ja, kennt es aus der Hühnerzucht, einen sogenannten Kükenstarter, ja, also sehr eiweißhaltig. Die ersten 14 Tage tierisches Eiweiß. Danach sind es natürlich Körnerfresser oder auch Würmer. Tierisches Eiweiß. Ganz, ganz wichtig, da würde reine Körnernahrung nicht ausreichen. Die ersten 14 Tage tierisches Eiweiß. Ja, zu den Ballstiften. Ballstifte, ja, die als Schneeschuh fungieren, schreiben wir auch mal auf. Und zwar Ballstifte. Ihr kennt ja noch die sogenannte Lichtuhr. 12 Dezember, 3 März, 6 Juni, 9 September. Zu den sogenannten Tag- und Nachtgleichen, also im März wie aber auch im September, gibt es einen Impuls. Im Oktober respektive im April wird was erkennbar. Und das bedeutet, die haben auch tatsächlich von Oktober an bis in den April hinein nur diese Ballstifte, diese Hornlamellen. Danach fallen die wieder aus. Also Ballstifte von Oktober. Oktober bis April. Ja, und diesen Zeitraum, genauso wie beim Geweihabwurf, beim Rehbock und so weiter, den werdet ihr sehr, sehr häufig wiedererkennen. Ballstifte. Ja, ich gehe mal ganz kurz in den Chat rein, ob bisher schon irgendwelche weiteren Fragen aufgetaucht sind. Ansonsten könnt ihr auch gerne nochmal Sachen dazu schreiben, die euch jetzt gerade einfallen. Und an dieser Stelle mache ich nochmal Werbung in eigener Sache. Leute, wer sich unbedingt die kostenlose bzw. das Online-Lernsystem zulegen möchte, ist sich aber noch nicht ganz sicher, könnt ihr auch gerne über die kostenlose digitale Jungjägertasche machen. Einmal für alle die, ja, die dementsprechend noch nicht in einer alles erklärt, wie unsere Module aufeinander aufbauen. Sensationellen, kostenloses Online-Jagdschule. Und mein Lieber, Carsten Blaschnik ist auch da. Ich vergaß heute Grüße rauszuschicken in die Lüneburger Heide an meinen Freund und Geschäftspartner Simon von der Jagdschule Simon Schmidt und an den nicht minder, weniger fantastischen Carsten. Wer kennt ihn nicht aus Staffel 1 und 2? Holt euch den Zugang dazu.
Dann erlebte den Carsten in Bestform. Jetzt ist es fast ein Jahr her. Aber da haben wir am 23. mit gestartet. Und ich weiß auch, dass jetzt gerade der Elektrolurch einsetzt und die Übertragung wurde angehalten. Sie sollte in Kürze fortgesetzt werden. Oha. Jetzt wird es aber kriminell. Da sind wir wieder, liebe Yachtfreunde. Gerade war einfach mal die Internetleitung weg. Der eine oder andere wird es jetzt zeitverzögert mitbekommen. Wie gesagt, jetzt seht ihr mich oben rechts, damit ich so einen kleinen Indikator dafür habe, wann es hier weitergeht. Gebt mir doch einfach mal einen Daumen in den Chat, wenn wir hier tatsächlich weitermachen können. Derweil beantworte ich gerne nochmal die eine oder andere Frage. Michael Betzner schreibt, in der Eifel verhindert das Haselhahn-Vorkommen den Autobahnausbau. Ein bekannter Tierfilmer hat angeblich das Gestöber vom Haselwild gefunden. Ja, und dann schreibt hier ein paar Zeilen später, der Thomas Kruth bestimmt der Keeling. Ja, ich finde den Keeling klasse, Leute. Ja, guckt da einfach mal rein auf den Facebook-Kanal von dem Andreas Keeling, Tierfilmer, aber auch Berufsjäger seines Zeichens. Sehr bewegte Geschichte. Und der Marcel fragt, Nahrung richtig, Auerwild kann im Winter oder muss sogar im Winter Nadeln aufnehmen, ja. Aber da können wir ja gleich noch was zu schreiben. Ja, liebe Yachtfreunde, Daumen gehen hier rein. Nadine Kömpf fragt, Naturkundemuseum. Ja, also macht definitiv Sinn, macht allerdings noch mehr Spaß und Freude, wenn man einen dabei hat. Ja, ich schalte mich hier oben nochmal mit ein, wenn man einen dabei hat, der auch so ein bisschen was dazu erzählen kann. Ansonsten wird es dann irgendwie doch nur langweilig und man hat dann diesen Wust an ausgestopften Tieren vor sich. Gut, also gehen wir doch wieder an die Flipchart. Nahrung, Marcel, sind tatsächlich Kiefer und Tannen- oder Fichtennadeln. Ja. Und übrigens, das Auerwild gehört ja auch zum Hochwild. Also, zum Hochwild gehört zum Hochwild. Und hier vielleicht auch der Satz nochmal genannt. Alles Schalenwild außer Rehwild ist Hochwild. Sowie der Stein, wie das Auerwild, Stein- und Seeadler. Das Sowie bezieht sich übrigens auf Hochwild. Also alles Schalenwild außer das Rehwild ist Hochwild. Sowie von den Flattermännern das Auerwild, Stein- und Seeadler auch noch dazu gehört. Und alles, was quasi aus der Kloake des Federwildes rauskommt, ist übrigens das. Der Auerhahn, respektive das Auerwild, zum Hochwild gehört, sagt man nicht Gestüber dort, sondern tatsächlich auch Losung. Andreas Brandt kommt nach Bonn. Hier ist das Museum Alexander König wieder offen. Terminvergabe telefonisch, schaut im Internet. Guter Tipp für alle die, die in der Nähe von Bonn wohnen. Klasse, vielleicht könnt ihr euch ja mal sogar treffen, falls das möglich ist. Ja, Nadine, ich würde sehr gerne mitkommen, wenn es denn in der Nähe wäre. Und aber wir haben auch ein wunderbares, oder wir haben fast in jeder Stadt eigentlich diese Art von Museen. Da muss man einfach sich mal informieren.
Alleine aus dem Grunde schon, dass man mal den Größenunterschied erkennt, ne? Dass die Wachtel halt nicht das Küken vom Auerhahn ist, sondern unser kleinster Feldvogel oder unser kleinstes Feldhuhn. Ja, also gehört auch zum Hofwild. Was fällt uns noch ein? Ist in Deutschland, alle Waldhühner sind in Deutschland ganzjährig geschont. Unterliegt zwar dem Jagdrecht, aber ist ganzjährig geschont. In Österreich, ja. Wer das Glück hat, in Österreich jagen zu gehen, der wird da mit Sicherheit, also der kann dort tatsächlich auf den Urhahn noch jagen gehen, wie aber auch auf den Spiehahn, den sogenannten Birkhahn. Ja, Vorkommen vom Auerwild, zum Beispiel im Harz oder auch im Schwarzwald, Harz, Schwarzwald, im alpinen Bereich, ja, also ist ein absoluter Kulturflüchter, Harz, Schwarzwald. In den Bergwäldern. In den Bergwäldern. Also schon irgendwo, ja, in Höhenlagen zurückgezogen. Und neben den Nadeln von Nadelbäumen ist der oder ja, nimmt das Auerwild sehr gerne auch Heidelbeeren auf sich. Also er braucht lichte Waldung in Höhenlagen. Das Birkwild hingegen findet man auch in Niedersachsen zum Beispiel in Munster. Ja. Harz. Ja. Der Harz gehört ja zur Hälfte auch noch zu Niedersachsen. Ja. Da wurde quasi, sagt man so ketzerisch, erst der Auerhahn ausgesetzt, um dann anschließend den Luchs zu füttern. Ne? Mittlerweile hat der Luchs auch die kompletten Muffelwildbestände dort dezimiert. Als sogenannter Ansitz- und Pirschjäger hat er sich nämlich auf die Fütterung gelegt. Und ja, die Schafe haben den Luchs als natürlichen Feind nicht genetisch verinnerlicht, genauso wie auch den Wolf nicht übrigens. Ja, wunderbar, klasse, ein schöner Austausch findet statt. Übrigens, liebe Grüße gehen auch raus an meinen Berufskollegen Bernd Wülpern, der sich jetzt vor einiger Zeit endlich selbstständig mit seiner Jagdschule gemacht hat. Und da freue ich mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Es macht einfach Spaß, wenn Kollegen auch gerade jetzt in dieser schwierigen Phase aufeinander bauen können. Und wir helfen uns da gegenseitig und wir hoffen dann einfach, dass es auch in Zukunft mit den Zahlenwerten so weit vorangeht, dass wir dann auch endlich wieder loslegen können. Gut, in diesem Sinne, fällt euch sonst noch was ein? Ich gehe noch mal ganz kurz in den Chat. Fällt euch sonst noch was ein? Ansonsten würde ich sagen, haben wir die 40 Minuten, die 45 Minuten voll gemacht. Und keine Sorge, wenn ich irgendwie noch was Wichtiges vergessen haben sollte, dann kann ich das ja auch die nächsten Tage nochmal nachholen. Morgen 20 Uhr Facebook zur gleichen Zeit. Dann geht es weiter mit dem Feldhuhn und da picken wir uns das Rebhuhn raus und besprechen da die ganze Geschichte. Wir haben bis hierhin schon ein sehr dickes Brett miteinander gebohrt. Dann geht es auch endlich rein ins Haarwild und dann wird es nochmal so richtig interessant. So, wenn euch das bis hierhin geholfen hat und gefallen hat, und ich euch so bis hierhin auch so ein bisschen die Angst vom Federwild, von dieser großen Gruppe des Federwildes nehmen konnte, dann lasst doch mal unter diesem Video einen Daumen da, hier im Chat auch gerne einen Daumen. Und ansonsten, ja, trete ich gleich nochmal vor die Kamera und verabschiede mich. Ah, wunderbar. Klasse, sowas liebe ich. Ja, Holger Hampe, das ging schnell, wieder 40 Minuten, 42 Minuten rum. Ja,
Ich hoffe, das hat das mit der Qualität zu tun, dass die Zeit so schnell rumgegangen ist. Aber ich habe gerade hier noch was gelesen, und zwar die sogenannten Baldstrophen. Die will ich euch nicht verheimlichen. Und zwar beim Auerwild ist das einmal das Knappen, Trillern, Hauptschlag, Wetzen. So, und das merkt ihr euch über folgende Eselsbrücke. Also, der Knappe, also Knappen, das sind Lautäußerungen, wenn der Hahn balzt. Knappen, dann trillen, trillern. Knappen, trillern. Hauptschlag. Hauptschlag. Und dann wetzen. Und hier in der letzten Phase, beim sogenannten Wetzen, das hört sich wirklich an, als ob da einer, ja, irgendwas am Wetzstein schärft. Da ist der Hahn tatsächlich taub, und man könnte ihn, wenn man ihn denn in Niedersachsen oder beziehungsweise in Deutschland grundsätzlich bejagen dürfte, könnte man ihn anspringen. Nämlich dann, ja, kriegt er eigentlich so gut mit, denn jedes Federwild, ihr kennt das schon von den Wildtauben, hat auf einer Feder nicht ein, sondern mindestens zwei Augen. Knappen, trillern, Hauptschlag, wetzen. So, wie merkt ihr euch das jetzt grundsätzlich? Der Knappe, ja, der Knappe von dem Ritter, der Knappe trillert ein Liedchen. Das gefällt dem Ritter nicht. Er soll ja arbeiten, der Knappe. Dann kriegt er hinten Klaps auf den Hinterkopf, den sogenannten Hauptschlag. Und dann wetzt er bzw. schleift der Knappe das Schwert wieder scharf. Beim Birkhahn ist es das Blasen und Kullern. Aber nochmal. Ja, Knappen, Trillern, Hauptschlag, Wetzen. Wäre nochmal interessant, da ja, eine Tonspur davon abzuspielen, damit ich auch, oder damit man das mal richtig einordnen kann, weil das sind hier fließende Übergänge. Knappen, das ist quasi so ein, also ein, und dann wird das schneller, wie ein Trillern sozusagen, und dann gibt es. Der letzte Trillerschlag ist quasi der Hauptschlag, und dann hört sich das wirklich echt extrem spooky an, und dann ist er so ein paar Sekunden taub. Ja, sehr gerne, Nadine. Genau. Und wir werden natürlich auch noch zur Waffenkunde irgendwann kommen, zur Waffenhandhabung und so weiter und so fort. In diesem Sinne, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und hier ganz zum Abschluss nochmal, wer sich die kostenlose digitale Jungjägertasche gönnen möchte, haue ich gleich noch in den Chat rein. In diesem Sinne, morgen 20 Uhr wieder einschalten, und ihr kennt das Spiel, ich bin jetzt hier gleich nochmal im Chat. Also nutzt die Zeit für Fragen stellen. Ansonsten komme ich gleich nochmal kurz ins Bild, weck den einen oder anderen auf, und danach bin ich aber tatsächlich offline. Also, bis morgen 20 Uhr. Herzlichen Dank für euer Interesse an der Jagd in Deutschland. Ja, hier zum Abschied wieder mein typischer Marvel-Style. Also, wenn ihr jetzt hier dieses Video hier oben rechts von mir nochmal gesehen habt, danach gehe ich tatsächlich offline. Also, alle aufwachen, die jetzt gerade eingeschlafen sein sollten. Morgen 20 Uhr geht's weiter.
Und zwar mit den Feldhühnern. Teilt dieses Video, gebt diesem Video unten ein Däumchen. Holt euch die kostenlose digitale Jungjägertasche. Stolpert auch mal auf unserer Seite von der Jagdscheinakademie rum. Vorteilspaket hat die Jungjäger-Vorteilspaket hat der Carsten gerade netterweise nochmal in den Chat reingepostet. Herzlichen Dank. Ja, und gönnt euch einen vollen Zugang, einen lebenslangen zugänglich für nur 119 Euro oder mit den Live-Coaching 1 und 2 für 357 Euro. In diesem Sinne, ich bin jetzt raus. Schönen Abend noch. Tschüssikowski, euer Timo von der Jagdscheinakademie. Und mein Dank geht auch an Carsten Simon im Chat. Bis morgen.